Hallo zu einem neuen Video. Heute sehen wir uns an, wie du einen Power BI Bericht nach PowerPoint exportieren kannst. Bevor wir loslegen, bitte diesen Kanal abonnieren, damit ich noch mehr Videos euch anbieten kann, und bedanke mich bei allen, die diesen Kanal dadurch unterstützen. Und jetzt starten wir los. Die Power BI Software ist mit dem Microsoft Office Suite kompatibel, da diese ebenfalls von Microsoft entwickelt wurde. Das Besondere ist, dass die Funktionen einen Datenaustausch zwischen diesen Softwareprogrammen ermöglichen. Daher ist der einfachste Weg, Daten zu exportieren, die Standardfunktion für das Exportieren von Power BI Online nach PowerPoint zu verwenden. Dazu bin ich nun in Power BI Online angemeldet und habe darin nun einige Berichte und habe dazu diesen Beispielbericht Sales and Returns. Dies ist ein Beispielbericht, welches von Microsoft zur Verfügung gestellt worden ist, und habe darin mehrere Arbeitsblätter. Nun möchte ich nun die gesamte Berichtsmappe nach PowerPoint exportieren. Dazu wähle ich nun im Menü unter Exportieren den Menüpunkt PowerPoint. Anschließend erhalte ich ein Fenster, in dem ich noch weitere Konfigurationen vornehmen kann. Zum Beispiel kann ich angeben, ob es mit den aktuellen Werten oder mit den Standardwerten exportiert werden soll, und des Weiteren, ob ausgeblendete Berichtsregisterkarten ausgeschlossen werden sollen. Des Weiteren kann ich auch nur die aktuelle Seite exportieren. Wir belassen es mit den Standardkonfigurationen und drücken auf Exportieren. Nun wird in Power BI Online der Export nach PowerPoint vorbereitet. Nachdem Power BI Online die PowerPoint-Datei erstellt hat, machen wir einen Blick darin, und zwar enthält nun diese PowerPoint-Datei ein Vorblatt. Darin wird angegeben das Last Data Refresh, Downloaded Add, ein paar Metainformationen sowie ein Link View in Power BI. Des Weiteren werden auch die einzelnen Berichtsseiten dargestellt. Zu guter Letzt möchte ich auch noch auf ein paar Einschränkungen hinweisen. Zunächst, es werden die einzelnen Seiten des Power BI Berichtes, wie hier zu sehen, in nicht anpassbare Bilder umgewandelt, deren Format häufig von der PowerPoint-Vorlage abweicht. Ein weiterer Punkt ist, dass die Power BI Daten nicht von PowerPoint aus geändert werden können. Wenn sich die Daten sozusagen ändern, muss der Export neu gestartet werden. Wie ihr seht, könnt ihr mit dieser Vorgehensweise ein Exportieren der Power BI Berichtes nach PowerPoint durchführen, jedoch auch mit ein paar wesentlichen Einschränkungen. Falls du Fragen dazu hast, hinterlass mir einfach einen Kommentar. Ich werde versuchen, dir zu antworten, und würde mich sehr freuen, wenn du auch im nächsten Video mit dabei bist. Bis dahin alles Gute und viel Erfolg!